Hallöchen und willkommen zu einer weiteren wunderschönen und vollgespickten Folge Shadow of the Tomb Raider. Hier ist wieder euer Oliver 3901. Moin Moin und hallo. So, wir haben im letzten Part, was haben wir denn so gemacht im letzten Part? Einiges haben wir gemacht, ne? Wir haben unter anderem diesen Hasen dort leben lassen und jetzt ist er tot. So, das war mal nötig. Die Haut können wir nachher noch abziehen, das wird richtig geil. Aber wir haben im letzten Part, haben wir ein Grab gemacht, ein optionales. Und zwar das hier direkt hinter uns. Das war ziemlich nice, weil es auch ziemlich actiongeladen so war, so ein bisschen. Da ist so ein verrückter Dude rumgerannt, der uns mit Zeug beschossen hat. Aber leider haben wir nicht rausgefunden, wer das war. Das fand ich immer noch schade, aber naja. Und wir sind jetzt auf dem Weg in ein Dorf oder Stadt oder irgendwas. Zumindest sind wir in die Richtung dort unterwegs. Ach, da steht es ja sogar. Harte Landung. Wir müssen nach Kuwak Yaku. Vielleicht spreche ich das sogar richtig aus, bin mir nicht sicher. Oh, und wie es mich voll ärgert, dass hier oben immer noch die ganzen Symbole sind, aber ich kann da noch nicht quickreisen hin. Ah, und zurück komme ich leider auch nicht mehr. Naja, also weiß nicht, vielleicht würde ich sogar zurückkommen. Ich habe es noch nicht probiert, mal so weit zu laufen. Ist auch nicht so schlimm, dafür gibt es ja dann später die Quickreise. Und ja, wir sehen uns jetzt hier so ein bisschen um. Hier liegt zum Beispiel die ganze Zeit eine Kiste, die ich scheinbar noch nie gesehen habe bisher. Was habe ich hier sonst noch so übersehen? Da ist noch ein Hase. Scheinbar noch ein Hase, oder? Weiß man nicht. Ah, das ist ja mal. Da liegt tatsächlich auch noch was in der Ecke. Was ist da in der Ecke? Achso, einfach nur ein bisschen Stoff oder sowas. Na, das ist nicht so schlimm. Nehmen wir trotzdem mit. So, was ist eigentlich mit OBS? Das sieht aus, als würde es heute zumindest noch mitspielen. Da bin ich ja mal gespannt. Die Aufnahme scheint auch zu funktionieren. Da muss ich auf jeden Fall nachher mal probieren, denn ich habe heute die Aufnahme ein bisschen umgestellt. Ich habe jetzt, ich lasse die Aufnahme heute mal von der CPU rendern, weil scheinbar ja die Ergebnisse der GPU bei den letzten paar Folgen so ein bisschen ruckelig waren gelegentlich. Und meine kurze Testaufnahme mit der CPU zeigt zumindest, dass es läuft bei dem Spiel. Also, ja. Mist, jetzt haben wir verpasst, was das für ein Artefakt war. Ah, das finde ich jetzt auch nie wieder. Sind alles Bilder. Da was Notebooks und auch alles nur Fotos. Das sind die komischen Sachen. Das sind die komischen Sachen. Keine Ahnung. Hier gibt es keine Markierung, ne? Es gab ja irgendwie Sachen. Das Instrument diente im frühen 19. Jahrhundert zur Navigation nach den Gestirnen. Es wurde benutzt, um den Winkel zwischen einem Astronomen jetzt vibriert. Und dem Horizont zu messen. Da ist eine Inschrift. Für meinen Sohn Jack. Mögest du den Horizont nie aus den Augen verlieren. Okay, cool. Jetzt hat's funktioniert. Jetzt konnte ich das Ding untersuchen. Und mein Gamepad hat vibriert und ich habe gefunden, was dort zu finden war. Die Waffe, zu der diese Griffe einst gehörten, ist in der Feuchtigkeit des Dschungels verrostet und zerfallen. Da ist etwas eingraviert. Es ist kaum zu entziffern. Percy Fawcett. Aber wir müssen tausende Kilometer von seiner letzten bekannten Position entfernt sein. Hm. Ich glaube, das könnte ich tatsächlich gerade gefunden haben. 9. August. Das Tuch hatten wir auch schon mal. Der Brief. Doch, den Machtkampf der Spanier hatten wir auch schon mal. Ich glaube, es waren die Pistolengriffe, die ich gerade neu gefunden habe. Bericht der Nachhut. Eine zweite Gruppe, die der Hauptschar der Pilger mit wenigen Tagen Abstand folgte, berichtete von merkwürdigen Ereignissen auf ihrem Weg. Die Tiere waren wild. Weiß ich nicht, ob wir das schon mal gehört haben. Das ist das Logbuch und das ist dieses Monster-Eintrag, den haben wir auch schon mal gehört. Und das sind irgendwelche Tagebücher eines Forschers. Ich weiß nicht, ich mochte, glaube ich, die Art und Weise, wie das hier aufgelistet ist, das ganze Gesammelgelöt. Glaube ich, mochte ich in den Vorgängern lieber. Das ist so Unterordner, das ist, weiß ich nicht, ist nicht so schön. Das ist nicht so schön übersichtlich. Klar, du hast erstmal eine Liste der Sachen, aber so eine kleine Markierung vielleicht am Rand, so ein Ausrufezeichen oder sowas. Von Sachen, die man sich vielleicht noch nicht angeguckt hat. Das wäre hilfreich. Das macht Nier Automata sehr gut. Ich habe halt in letzter Zeit so wie Nier Automata gespielt. Das tut mir leid. Da gibt es immer so eine schöne Markierung in den Menüs von Sachen, die du halt irgendwie neu eingesammelt hast und dir noch nicht angeguckt hast. Das ist ganz cool. Könnte sich tun, weil da ein Stück abschneiden von. Aber naja. Wir haben uns ja gerade schon ein Stück von dem Hasen abgeschnitten. Das ist ja erstmal ausreichend. Gut. Dann machen wir mal hierhin weiter. Hier gibt es auf jeden Fall noch einen neuen Tierkadaver zum Schlachten. Das machen wir mal fix. Bringt uns zumindest ein bisschen Öl und Fell. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was man mit dem Fell macht, aber egal. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das ist aber schade. Hashtag schade. Was? Ich glaube, da kommen wir raus.
Ich finde das übrigens, das Spiel ist echt dunkel, aber dieses langsame Umgewöhnen der Augen, was hier ja mit auch so einem, damals hieß es mal HDR, heute ist HDR ja was anderes, Effekt simuliert wird, das ist eigentlich ganz cool umgesetzt. Obwohl, doch, es ist ja eigentlich realistischer, dass Augen länger brauchen, um sich ans Dunkel zu gewöhnen und ihre Anpassung ans Helle eigentlich relativ fix geht. Bei mir ist es genau andersrum. Jedes Mal, wenn ich draußen ins Helle gehe, sehe ich erstmal für eine halbe Stunde nichts, weil ich bin halt Kellerkind, ne? Ich lebe drin. Wenn ich rausgehe, dann habe ich eine Sonnenbrille auf. So, egal. Genug über mich geredet. Reden wir darüber, wie wir diese Blockade aus dem Weg kriegen. Und 3, 2, 1. Ah! Oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Alter, der hat aber auch keine Krallen, ne? Also. Jonah hat keine Waffe? Doch, er hat immerhin ein Dingsgewehr. Ins Gesicht! Wow, das ist fies und gemein. Darf ich anmerken, Lerber müsste tot sein. Aber das spare ich mir mal. Warte, 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 warte. Ich konnte dieses Dingssicht anmachen. Ja, ich bin eigentlich ausgewichen, aber lassen wir es mal bei. Wie halte ich mich? So. Da ich gerade nicht genau weiß. So, ich muss sagen, diese Ansicht für die Sinne ist eigentlich ganz cool. Da kann man zumindest so anlaufende Tiger erkennen. Aber wie gesagt, Lerwa müsste trotzdem tot sein, weil solange wie der mit seinen Pranken auf Lerwa eingeschlagen hat, sind wir mal ganz ehrlich, sollte es eigentlich vorbei mit ihr sein. Aber was soll's? Ich kann dir nicht looten? Oh, Überlebensinstinkt gespeichert. Cool, ich glaube, Nvidia hat jetzt tatsächlich mal ein Highlight gespeichert. Da muss ich nachher mal reingucken, bin ich gespannt drauf. Alles in Ordnung. Genau, weißt du, ein Tiger hat dir den fucking Rücken zerkratzt. Du hättest tot sein müssen. Aber das Spiel geht davon aus, dass alle Tiger in dieser Welt manikürt sind. Dein Rücken sieht übel aus. Ich baue für uns ein Lager auf. Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Gern. Er fehlt mir. Ich weiß.
Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, machst du deine Mathe-Hausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Der Burg locken höhnisch. Okay. Das. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist cool. Und wieder mal lohnt es sich, dass ich mir nichts spoilern lassen habe. Ich weiß nicht, ob es irgendwer irgendwann mal gespoilert hat oder ob es in einem Trailer oder sowas erwähnt wird. Aber. Das ist ja cool. Ich meine, ich fand den DLC vom letzten Tomb Raider schon irgendwie cool, wo man halt in dem Haus rumgestapft ist, aber da war man ja jetzt nur als alte Lara mehr oder weniger unterwegs. Und Alter, geil. Das ist cool. Unsere Heldin kann auf 100 Schritt eine Fliege treffen. Womit? Das ist cool. Wurfobjekte. Sie können Objekte beeinflussen, halten Sie. Warte, damit werfe ich jetzt natürlich diese Dosen hier oben. Na? Es klappt sogar. Ich weiß, es war abzusehen, dass es klappt, aber. Oh, ich kann hier auch springen. Ich habe irgendwie gerade vergessen, dass ich springen kann. Das war gerade weg. Das gesamte Moveset ist da. Das ist cool. Vor allem, wie schön das Haus aussieht, ne? Die Croft Manor. Ah, die sieht so schick aus. Und die kennt man ja auch aus so vielen anderen Tomb Raiders. Tomb Raiders? Kann man das so sagen? Keine Ahnung. Tomb Raider spielen. Ach, ist das... Das ist cool. Das ist, glaube ich, auch ein richtig schöner Einstieg jetzt für das... Für meine Spielsession. Ich meine, eben noch der Jaguar-Angriff, dann diese schöne Cutscene und jetzt das hier. Lara klettert über einen See aus blubbernder Lava. Blub, blub, blubber. Du blubberst auch ganz schön viel Lava. Darf ich das mal sagen? Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Okay. Aber erstmal schmeiße ich das auf die Krähen. Ach, schade. Das hat nicht gereicht.
Das ist cool. Moment, dreht sich das jetzt wirklich? Nee, okay, die Kamera hat nur geschickt sich bewegt. Ah, jetzt macht sie komische Sachen. Wie soll ich auf dieses Krähennest kommen? Ach, warte, vielleicht muss ich mit dem Ding... Scheiße. Das ist cool, wie die Kamera so ein bisschen dreht. Vielleicht muss ich mit dem Teil hier das runterwerfen. Kann das sein? Oh, tatsächlich. Okay, ich habe mit einer anderen Reaktion. Unsere Heldin muss treffen, damit der Korb sich absenkt. Das kannst du dich aber auch festhalten. Muss ich das nochmal machen? Oh Gott, muss ich jetzt... Muss ich jetzt die Dinger holen? Oh, wo sind wir denn? Das ist ein echt cooles Spielding. Also wenn Lara viele Freunde hat, dann sind sie sicherlich gerne zu Besuch gekommen und haben hier sicherlich gerne gespielt. Kann ich mir sicherlich vorstellen. Wo habe ich denn jetzt das andere Ding hingemacht? Kann ich sprinten? Oh Gott sei Dank, ich kann sprinten. Ich habe damit die Dosen umgeschmissen. Komm her. Warte mal, da konnte ich auch noch irgendwas machen. Tödliche Präzision. Meistens. Meistens. Manchmal geht's auch in das Knie des Butlers. Weil Arrow in the Knee und so, ne? Ist klar. Das verbotene Grab ruft. Ich muss mal kurz überprüfen, nicht, dass das aus Versehen mein Ziel ist, sondern dass ich hier was Optionales mache. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Sachen hier optional machen. Oh, come on. Oh, warte, da liegt sogar schon einer oben, ne? Ja, okay, da liegt sogar schon einer oben. Das ist wohl der subtile Spiel des, der subtile Hinweis des Spiels gewesen, was das hier zu tun gilt. Der Schatz tritt zutage. Okay, es gibt keinen Schatz. Ja, scheiß kindliche Fantasie, ey. Kann ich hier wenigstens runterrutschen? Der Boden gibt nach. Lara stürzt in die Dunkelheit. Tatsächlich wollte ich das sogar tun. In die Dunkelheit gehen. Und zwar in diesen Tunnel. Aber jetzt entdecke ich das hier und muss... Ne, hier... Ach, hier war ich schon mal, genau. Das finde ich schade, dass das übrigens nicht die Lara Loft synchronisiert. Die hat ja im Vorgänger die Lara synchronisiert, die Junge. Und was nicht, so zur Konsistenz... Konsistenz? Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. Erstaunlich. Und ja, das hätte ich einfach zur Konsistenz. Ich krieg's gerade nicht hin. Ich hätte es gut gefunden, wenn es es wieder gemacht hätte, weil, ne? Dann, weil, so und so Gründe. Allerdings kann ich mich auch nicht mehr erinnern, ob die Synchro gut war oder nicht. Die Ausgrabung wird bald die Geheimnisse der Städte preisgeben. Ach, moin, Katalina. Danke für die Geschenke bei Pokémon Go. Ja, ich brauche im Augenblick noch mehr Pokémon-Geschenke. Ich habe gerade festgestellt, ich habe keine Aloha-Eier mehr und ich brüte die ja gerade aus für das Aloha-Ei-Event. Also, ich brauche immer mehr Geschenke. Also, solange wie du mir weiter Geschenke schickst, schicke ich dir auch weiter Geschenke. Die weiße Königin. Eingesperrt, aber nicht vergessen. Entschuldigung, ich habe dich gerade so leicht übersehen. Ah ja, sind erst. Ich hab dich ja nur 3 Minuten lang. Ich bin so fasziniert von dem Abschnitt hier gerade. Ah, es ist so cool. Dass man hier eine junge Lara spielt in ihrer Vergangenheit. Das ist cool. Aber ich glaube, ich habe jetzt hier auch schon alles gemacht, was man machen konnte, oder? Geht's noch rein? Und hier gibt's auch noch was zu sehen? Ich kann es nur nicht. Jetzt kann ich es nehmen. So. Keine Ahnung, was das jetzt war. Einfach nur EP. Finde ich gut. EP sind gut. Die bringen einem EP. Ey, die hat viel zu viele Plastikschwerter. Darf ich das mal anmerken? Das habe ich mir angeguckt. Das heißt, hier war ich schon. Der Anker. Ah, das ist cool. Das Klettergerüst ist so cool. Wahnsinn. So, da kam noch eine Lupe. Frische Gräber. Der König mag keine Eindringlinge. Wenn du das so sagst. Das kann ich nicht aufmachen. Ist eine Werkzeugkiste. Werkzeugkisten sind langweilig. So, ich muss ins Haus. Alles klar. Croft. Die Burgtore sind gut bewacht. Unsere Heldin kann nicht den Haupteingang nehmen. Verdammt. Oh, tapferer Ritter. Opfer des Königsfluchs. Verdammt zur Wache. Haltet die andere vom verbotenen Grab fern.
Die Kameraposition war gerade irgendwie merkwürdig. Okay, ich komme hier nicht drüber. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich es nicht. Aber, oh, cool, wie die Büsche sich bewegen. Das wäre in der Realität vielleicht nicht ganz so einfach, durch Büsche zu laufen. Aber nicht so schlimm. Ja, es geht da wieder raus, Lava. Genug durch Büsche gerannt. Ich mag es ja, wenn Vegetation mit dem Spieler interagiert. Das macht es ja leider immer noch in viel zu wenig Spielen. Aber in Rise of the Tomb Raider macht es das zumindest ein bisschen. Jetzt müssen wir bloß noch wieder das zurückbekommen, was wir in Crysis 1 damals schon hatten, dass ich Bäume umschießen kann. Sind wir doch mal ehrlich, wir leben im Jahr 2018, 2004 oder sowas, kam Crysis 1 raus und da konnte ich mit meiner Waffe Bäume umschießen. Habe ich nicht verstanden. Habe auch nicht zugehört. Sie hat über Blumen geredet. Wen interessiert Blumen, sind wir mal ganz ehrlich. Also mich nicht. Ich kann mir keine Namen merken und schon gar nicht Blumennamen. Wäre vielleicht hilfreich, so von den Leuten, die man kennt und von denen man weiß, die haben irgendwie Lieblingsblumen, zu wissen, welche das sind. Aber ich merke mir weder, wie sie aussehen, noch wie sie heißen. Ob sie weiß, was meine Mutter für Lieblingsblumen hat? Ich wusste es mal. Ich muss mir sowas aufschreiben. Für sowas gibt's, ja, eine Cloud. Da kann man sich das aufschreiben. Immer diese Gewalt. Ja, immer diese Gewalt. Achso, Gewalt gegen Bäume oder was jetzt? Ich überlege gerade, wo diese Gewalt herkommt. Wo war denn jetzt Gewalt? Oh ja, ich glaube, sie könnte jetzt die Gewalt gegen die Bäume gemeint sein. Und das ist mir egal. Ich bin gerade irritiert. In der Einstiegskarte hatte sie so eine Karte von dem Gebiet und da war irgendwas markiert und ich dachte so, das muss ich jetzt finden oder so. Damit kann ich was machen, aber ich finde die Karte nicht mehr. Und das ist sie auch nicht. Die sah vorhin noch anders aus. Da waren noch mehr Flecken drauf, andere Flecken drauf. Naja. Die Schaukel ist kaputt. Das ist nicht gut. Oh, da habe ich noch was übersehen. Bringt mir nicht weiter, aber bringt mir EP. Eine Hängematte. Kann ich leider... Na gut, ich kann sie ein bisschen hin und her schubsen. Immerhin. Gut, ich glaube, jetzt habe ich im Garten wirklich alles gesehen. Das heißt, wir können jetzt die nächste Cutscene triggern. Das hat ja nur irgendwie, weiß ich nicht, 10 Minuten gedauert, die ich hier so im Kreis gelaufen bin. Oh, warte, ist das die Karte? Nee, das sind auch nur Kritzeleien. Na gut. Zwinker. Gut. Kaladena, sag mal, weißt du, wie lange du bleibst? Ich würde dich vielleicht in ein paar Minuten gerne für ein kleines Experiment anstiften wollen. Du musst dafür nichts weiter tun, als was im Chat zu schreiben. Aber halt erst irgendwie, wenn ich gleich mal irgendwie wieder Zeit habe. Also vielleicht nach der Sequenz. Mal kurz gucken, ich nehme jetzt 23 Minuten auf. Ja, vielleicht nach dieser Sequenz, wenn ich dann so in einer halben Stunde bin, dann kann man wieder den YouTube-Part cutten und dann können wir das kurze Experiment machen. Also falls du so lange da bist, wäre das cool. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, wäre halt nur ein kleines Experiment, ne? Ich gehe jetzt auf jeden Fall zur Cutscene. Muss ich hochklettern? Und jetzt zum wahren Schatz im verbotenen Grab. Kann da hochklettern. Nice. Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Ich finde es cool, wie die Kletteranimation so... Na gut, jetzt mit dem linken Fuß nicht mehr, aber... Vorher hat es schon ungefähr mit den Gitterstäben... den Holzstäben hingehauen. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Als Kind schon so ein Kletter. Erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Na, hoffentlich. Hast Zeit, das ist doch schön. Dann kann man gleich mal ein bisschen rumspielen mit Experimenten. Gut, aber jetzt müssen wir erstmal die Burg erklettern. Das ist richtig sicher für ein Kind. Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Als ob du zum ersten Mal in deinem Leben dieses Haus hochkletterst. Kommt du doch nicht so. Ui. Ist ein bisschen kaputt. Unsere Heldin klettert weiter und sucht einen Zugang. Das ist gefährlich. Mach das nicht, Mädel. Och, wenn ich nicht wüsste, dass sie später nicht irgendwie... Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang.
Wenn ich nicht wüsste, dass sie in der Zukunft noch lebt und nicht im Rollstuhl sitzt. Würde ich sagen, Mädel, das wird schief gehen. Das ist aber jetzt Gewalt gegen Tiere gewesen, ne? Das ist immer das Problem an Häusern. Großen Häusern, die sind einfach unpraktisch groß. Die kleine Lara stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Das war deine Idee, da hochzuklettern. Wer baut solche Elektrostromkästen am Rand der Außenseite? Immerhin festhalten kriegt sie hin. Festhalten ist wichtig. Das kriegt auch drin bestimmt keiner mit. Nein, kriegt keiner mit. Auch dass sie jetzt irgendwie das Seil dass das Flatterband weggeflattert ist. Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Das ist immer ein Grund abzunehmen, ne? Gut. Hier gibt es soweit nichts zu sehen. Sie ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Ein unsichtbares Kraftfeld. Einen anderen Weg geben. Mal eine doofe Frage. Kann ich mit dem Fotomodus da rein? Nein, schade nicht. Die unsichtbare Kraftfeldplattform gelöst, gilt leider auch für mich als schwebende, körperlose Kamera. Wir sind hier nicht in Harry Potter. Habe ich schon mal gesagt, die Kamerafahrten in den Harry Potter Filmen, wo die Kameras gelegentlich durch Glas fliegen, richtig schnieke, finde ich richtig schön gemacht. Jedes Mal wieder. Super. Runter kommen sie alle. Die Frage ist nur, wie, wann und wo. So, ich dachte, wie schnell. Oben geblieben ist noch keiner. Andersrum ist aber auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Okay. Foto. Mist, die Kamera ist festgelockt. Ach, ihr Pisser. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Darf ich jetzt, Kamera? Darf ich sie jetzt wieder drehen? Stopf sie jetzt wieder. Oh, guck mal. Also da fängt man noch an, Fotograf von Landschaft. Landschaftsfotograf zu werden. So, richtig schön breit das mal Bild machen. Oh, ich glaube, ich mache hier oben. Oh, ich mache hier oben gleich noch ein 360-Grad-Foto mit Nvidia Ansel. Auf jeden Fall mache ich das. Damit ich nachher in 360 Grad auf diesem Dach stehe und nach unten gucken kann und mir schlecht werden darf. Außerdem werde ich gleich noch ein Super Resolution-Foto machen. Oh Gott, ich muss jetzt erstmal Fotos machen. Es tut mir leid. Sättigung. Ein bisschen kann man noch reinmachen, damit das schon ein bisschen gesättigter aussieht. Machen die Filter hier was? Oh, das könnte man so ein schickes Sepia-Bild machen. Oh Gott, oh Gott. Oh, das ist ein total anderer Style, finde ich. Als der, den das Spiel einem anbietet. Da machen wir auf jeden Fall ein Foto von. In dem Style. Wo wir erst Verbindung verloren. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Naja, so lange kann ich ja noch Fotos schießen, wie OBS hoffentlich die Verbindung wiederherstellt zum Livestream. Hallo, hallo Livestream. Angeblich sind wir jetzt wieder live. Ich weiß nicht, was mit OBS los ist, warum das regelmäßig mal die Verbindung verliert. Das hat es sonst auch nicht gemacht. Ha. Ha, ha, ha. Der ist hässlich, aber der sah eigentlich auch ganz schick aus. Das ist das Farbfilter. Dass die keinen Namen haben. Ha. Naja. Gut, Rahmen brauchen wir nicht, das Kurve-Logo brauchen wir jetzt auch nicht. Ach warte, ich kann mich ja bewegen mit der Kamera. Mann. So, cool. Geil. Das ist geil. Ja. Das ist schon ziemlich cool, ne? Haben wir sonst noch irgendwas? Das Croft-Haus? Noch ein Foto von? Weiß ich nicht. Frau Croft? Ey, die Kamera steuert sich ganz komisch immer. Ganz, ganz komisch.
So, jetzt nochmal so in der Mitte so ein Foto hätte ich ganz gerne gehabt. Irgendwie wie Frau Croft hier so steht und klettert. Richtig cool wäre natürlich, wenn sie jetzt, weiß nicht, in meine Richtung gucken würde. Dass man das nicht einstellen kann, finde ich irgendwie schlimm. Wie die Kamera einfach, ich drücke nur nach unten, aber sie bewegt sich weiß Gott wohin. Das ist echt furchtbar manchmal. Das macht es auch nicht besser mit dem Zoom irgendwie. Aber guck mal, so könnte es doch gehen. Dann hauen wir so eine leichte Tiefenunschärfe in die Tiefe. Guck mal, das sieht doch ganz cool aus. Vielleicht. Nee, Lava hätte ich schon gerne scharf. Aber vielleicht ein bisschen weniger tiefenunscharf. Nur so ein bisschen. So ist das eigentlich ganz cool. Helligkeit. Ach, das geht schon. Ich glaube, dann hätte ich aber noch ganz gerne. Okay, das sieht scheiße aus. Das sieht echt zu übergekünstelt aus. Und das. Ah, das. Warte mal, wenn wir die Intensität ein bisschen reduzieren, dann sieht das doch schon wieder ganz anders aus. Falsche Taste. Das könnte man machen. Könnte man, glaube ich. Kann man machen. So, genug gefotomodus. Jetzt noch ganz ganz kurz in Nvidia Ansel rein. Das war mit Alt F2, glaube ich. Jo, sieht man jetzt leider nicht, sondern nur, dass ich eine freie Kamera fliege. Oh Gott, hier ist hoch und runter invertiert. Das ist ja auch furchtbar. So, in jedem Fall hätte ich gerne ein Super Resolution Foto. Hier ist die Kamera besser. Hier habe ich volle Freiheit über die Kamera. Aber das FOV kann ich gar nicht einstellen, oder? Kamera schwenken, Ansichtsfeld. Doch, kriege ich. Kann ich noch ein Stück breiter machen. Cool. Wow, kann ich richtig breit machen. Bin ich voll breit danach, ey. Guck dich das an. Das sieht eigentlich ganz cool aus. So sieht das doch. Ich muss mal kurz auf OBS gucken. Da habe ich nicht das Nvidia-Interface im Blick. Das kann man machen. Das kann man machen. So, und dann machen wir aber kein Bildschirmfoto, sondern wir machen ein hochauflösendes Bildschirmfoto. Und zwar in 11.520 mal 6.480 Pixel. Das sind, glaube ich, ausreichend viele Pixel. Methode Standard. Optimierte Bildschirmbereicheffekt, verstehe ich nicht. Egal. Für HDR speichern müssen wir nicht. Aber vielleicht hätte ich noch gerne so einen leichten Farbfilter. Ich sagte Farbfilter. Schwarz. Warum kann ich den. Oh Gott, jetzt rastet er schon. Jetzt rastet er aus. Bild wird fotografiert. Das sah jetzt bestimmt im Stream sehr lustig aus. Farben. Ich kann keinen Filter hinzufügen. Ja, dann nicht. So, was ich jetzt noch machen möchte, ist mich nochmal so ein bisschen neben Lava stellen. Auf das Dach so ein bisschen simuliert. Aufs Dach, ich muss das mal. Boah, das ist ja furchtbar. Und zwar hätte ich gerne ein panoramisches 3D-Foto. Mach die Kamera mal bitte wieder so auf 90 Grad, damit es ungefähr dem menschlichen Blickwinkel entspricht. Und dann stelle ich mich. So, ungefähr neben Lava. Das ist immer ganz cool, wenn man so in VR irgendwas direkt vor sich hat. Natürlich ist man als normal großer Mensch ein bisschen größer als Lava. Obwohl, man kann es ja auch aus der kindlichen Perspektive aufnehmen, ne, das Foto. So, jetzt bin ich, glaube ich, ein Stück kleiner als Lava. Ist auch egal. So, ich stehe aber auf dem Ding, wenn ich genau nach unten gucke. Das passt schon. Ja, dann rastern wir das mal so ein. Das wird in, machen wir mal, 5.120 mal 5.120 gespeichert. Und ein Rastern. So, jetzt gucke ich auf das OBS-Bild, damit mir schlecht wird. Vielleicht hätte ich eine etwas kleinere Auflösung nehmen sollen, dann hätte das schneller gegangen. Obwohl, es ging. Das ist immer lustig. Das macht Magie, weißt du? Das rastert das irgendwie so durch und dann hat man ein cooles Bild. Fertig. Ich will gerade noch mal was versuchen.
glaube, das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Ich würde halt gerne nochmal die Animation haben, wo sie nach Gleichgewicht sucht. Ich habe das doofe Gefühl, die kriege ich nicht nochmal. Naja, dann nicht. Sie sieht unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Ich würde dir vorschlagen, du kletterst bis zur Leiter. Warum mache ich immer Dummheiten? Das weiß ich auch nicht. Warum machst du das? Scheiße! Hier ist die Kamera fest, nehme ich mal stark an. Ja, naja, dann nicht. Obwohl, warte. Kann man hier ihr Gesicht ändern? Logo, Gesichtsspiel. Ach, kann man hier nicht. Schade. Es gibt so lustige Fotos halt, wo Lara immer irgendwie in den Tod stürzt. Und dann machen die Leute aber kurz Pause während der Sequenz und ändern das Gesicht irgendwie zu lächeln. Und dann hat sie so einen Speer im Bauch, aber lächelt dabei. Das ist lustig. Ich frage mich, ob in solchen Passagen mit Nvidia Ansel irgendwie eine freie Kamera hätte. Aber... Und wie üblich ist sie nicht tot. Sie sollte jetzt tot sein. Normale Menschen wären jetzt tot. Vor allem Kinder. Fällt gerade auf, wie cool das ist, dass die Kamera so tief unten hängt. Weil man halt auch so klein ist, ne? Das machen viel zu wenig Spiele. Ich finde, viel zu wenig Spiele spielen mit diesem Ding des Kindseins. Mit der reinen Perspektive der Kamera und so weiter. Nee, da muss ich hin. Da gehe ich nicht hin. Ich finde, das machen viel zu wenig Spiele. Das mal... Aber auch wirklich gut. Ich meine, es gibt schon ein paar Spiele, die damit spielen. Ganz lustig finde ich vor allem, es gibt für VR gibt so einen IKEA-Raumplaner. Und da kannst du auch deine Küche aus der Sicht eines Kindes planen. Kurz gesagt, du bist dann halt in VR und ein bisschen kürzer. Aber das ist eigentlich ganz cool. Und gerade für VR, finde ich, gibt es das, glaube ich, noch zu wenig. Oder ist es, ich habe es nicht auf dem Schirm, aber ich habe auch keine VR-Brille, deswegen verfolge ich sowas nicht immer. Wohl klar, es gibt... Betritt sie das verbotene Grab. Wow. Es gibt auf jeden Fall irgendwie genug VR-Spiele, die halt schon mit dem Ding mal spielen, dass man riesig ist oder dass man auch klein ist, aber... Ah. Könnte mehr sein. Gott, kommt jetzt ein riesen Schieberätsel auf mich zu? Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, ich muss jetzt ein Rätsel machen. Ah, das zieht sich alles irgendwie gerade ein bisschen hin. Artefakt ansehen. Öffnen Sie das um Artefakt. Lara begibt sich auf eine Reise voll Gefahr. Blablabla. Ach, guck mal, hier ist die Karte, die ich vorhin gemeint habe. Unsere Heldin hat Jahre gebraucht, um diese Karte zu erstellen. Sie hat in staubigen Bibliotheken nächtelang alte Bücher gewälzt, versunkene Schiffe ihrer Schätze beraubt und jede noch so vage Spur verfolgt. Ich werde aus dieser Karte nicht schlau. Wenn es ihr gelingt, den Schatz zu bergen, erweist sich unsere mutige Abenteurerin vielleicht als würdig, Lord Richard Crofts Assistentin zu werden. Ich werde aus dieser Karte nicht schlau. Ich meine, ich bin den Weg gerade gegangen, aber ich werde aus dieser Karte nicht schlau. Wird irgendwer aus dieser Karte schlau? Ich tue es nicht. Brief an Winston, Familienfoto. Die weiße Königin, eine kleine Spielfigur. Das sieht wie eine Figur aus dem Spiel, aus das Mom und Dad immer gespielt haben. Aber was hat sie hier draußen auf dem Spielplatz verloren? In den Sockel ist ein A eingeritzt. Es steht für Emilia. Ich vermisse dich, Mama. Ich wollte gerade sagen, ist ein A eingeritzt. Es steht für Emilia, aber es heißt ja Emil. Ist egal. Das haben sie früher mal anders betont in den anderen Spielen. Diese rätselhafte Illustration, die aus einem leeren, verfluchten Mausoleum geborgen wurde, könnte genau das sein, was unsere mutige Abenteurerin braucht, um endlich den verlorenen Schatz der Weißen Königin zu finden. Sie konnte die alten Texte entziffern und hat verschiedene Hinweise gefunden. Koordinaten, eine gigantische Fledermaus und mehrere Spielfiguren in einer Reihe.
Die furchtlose Lara wird herausfinden müssen, was sie bedeuten. Oh, ich sehe gerade, der Chat geht nicht. Das ist interessant. Also ich sehe es auch nur, weil ich gerade mal denke, so Katalina hat irgendwie ewig nichts mehr im Chat geschrieben. Obwohl der Stream irgendwie zwischendurch abgeraucht ist. Aber gucke ich jetzt gerade mal in YouTube-Chat und sehe, dass der Chat nicht geht. So, deine Eltern wären ausgeflippt, wenn du sowas gemacht hättest. Meine auch. Aber meine hatten zum Glück das Glück, dass sie ein Kind hatten, was zuvor war zum Klettern. So, der Chat geht wieder. Alles wurde nachgereicht. Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, was dieses Rätsel zu bedeuten hat, aber naja. Gucken jetzt mal. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin... Ich habe jetzt keine Lust, Briefe zu lesen, ich ganz ehrlich. Ich glaube, das war auf der Elmemscher-Promenade. Ich habe das meiste vergessen, aber ich erinnere mich noch genau an den Geruch der Gewürze auf dem Bazar. Mom sieht so glücklich aus. Genau wie Dad. Wow, ich habe jetzt mit einem größeren Secret gerechnet. Das ist ein Foto, es hat zwei Seiten. Wo kann hier ein Secret sein? Ich glaube, das war auf der Elmemscher-Promenade. Ich habe das meiste vergessen, aber ich erinnere mich noch genau an den Geruch der Gewürze auf dem Bazar. Mom sieht so glücklich aus. Genau wie Dad. Ich glaube, das werde ich nicht rausfinden. So, es die hieß 90 Grad Ost und 30 Nord. Gut. Klären wir erstmal, wo Norden ist. Dann können wir klären, wo der Rest ist. Ach, guck mal. Guck mal. Das hilft uns doch. Norden. Osten. Das könnte uns helfen, auf jeden Fall. So, was macht dieses Rad? Nord. Und... Scheiße, was war das andere? Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Ich wollte die Koordinaten wissen. Hat wer die Koordinaten sich gemerkt? 30 Nord, 90 Ost. Nee, verkehrt rum. Gott, jetzt muss ich einmal den halben Globus drehen, glaube ich. Ich weiß, was du tun musst, aber ich verrate es dir nicht. Ausreden. Es gibt keinen 90 Grad Ost. Ach, scheiße, es geht andersrum. Ich habe den Globus verkehrt rumgedreht. Und ich drehe mir übrigens gerade... Danke, Katalina, für die 90 Grad Ost nochmal. Das ist die Verzögerung im Stream, die macht dann immer kaputt, ne? Das ist unpraktisch. Liebe Licht um Toast. Geschafft! B. Ich muss nichts mit den Figuren machen? Ich muss garantiert noch was mit den Figuren machen. Ich frage es nur, was... Wir müssen in einer Reihe stehen, glaube ich. Aber was müssen die anderen Figuren machen? Wo ist die weiße Königin? Ach so, ich muss die weiße Königin noch finden. Dann klettern wir erstmal da hoch. Das Spiel hat uns eindeutig gesagt, dass ich da hoch soll. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Ah, die weiße Königin. Das verbotene Mezzanin betreten. Sie muss vorsichtig sein. Ein T-Rex. Ein Tyrannosaurus Rex-Baby. Ist ein bisschen klein. Ob es auch seine Mutter verloren hat? Oh, jetzt wirst du voll depressiv, Laura. Was ist denn los mit dir? Brief an einen Auftragnehmer. Ich wollte Ihnen nur für Ihre Diskretion und die von Ihnen geleistete Arbeit danken. Der Aufbau des Gewölbes entspricht exakt meinen Vorgaben. Die Abschlusszahlung wird Ende der Woche bei Ihnen eingehen. Die Verzögerung war einem Buchungsfehler geschuldet, der inzwischen korrigiert wurde. Mit freundlichen Grüßen, Richard Croft. Die Tür ist zu. Ein südamerikanisches irgendwas. Noch ein südamerikanisches irgendwas. Die Masken sind auch cool. Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren.
Nein, eigentlich nicht. Es gibt schlimmere Masken. Wie zum Beispiel. Todes und Symbole großer Veränderung. Ich finde, Tierschädel sind immer... Oh. Der einzig coole Tierschädel, den es je in einem Spiel gab, oder in irgendwann mal, also die es irgendwann mal irgendwo gab, war in Life is Strange, Before the Storm, der leuchtende Tierschädelkopf hier in dem Club, wo man mit Chloe ganz am Anfang unterwegs ist. Ob diese Augen Eldorado gesehen haben? Das ist eine gute Frage. Diese Artefakte kenne ich gar nicht. Weiß sie das alles, weil es auf dem Schild steht? Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen. Ich frage mich, ob ich mich für Geschichte interessieren würde, wenn ich mal irgendwas mit Geschichte solche gemacht hätte in meinem Rüstungen Leben. Welche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen? Was haben sie gefunden? Ich schaue mir tatsächlich die ganze Sammlung an, also. Aber schon alleine aus Interesse an der Sammlung. Man könnte mal wieder in ein Museum gehen, ne? Wohl, so sehr reizen mich Museen eine eigentlich nicht. Die Statue von den Cookinseln? Da gehe ich halt auch nur so wie hier durch und denke mir so, oh, cool. Oh, cool. 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 Ich bin fertig. Du warst 10 Minuten hier drin. Ja, ich habe alles gesehen. Kann ich jetzt essen gehen? Ich habe Hunger. Oh, geil. Das ist griechisch? Nein, persisch. Was bewacht sie wohl? Das andere kaputte Ding? Eine persische Löwin. Jemand hat ihren Kopf gestohlen. Was hat sie wohl betrachtet? Weiß man nicht. Die Todesmaske von Agamemnon, gefunden in Mykene. Kalalena, darf man fragen, woher du dich mit dem Spiel auskennst? Spielst du das nebenbei auch oder guckst du bei einem anderen Let's Player etwa noch mit? Tam, tam, tam. Eine Stammesmaske aus Afrika, aus Gold. Oder spielst du selber? Vielleicht. Das... Was? Was ist das? Oh, cool. Die Flügel entfalten sich. Oh, cool. Ich habe so eine grobe Ahnung, wo die Figuren mit dem Schild hin müssen. Ich weiß nicht genau, wie ich drauf komme. Gut. Glaube ich, habe ich alles gesehen. Unten ist der entscheidende Hinweis. Unten? Ich habe unten... War da noch die Sammlung anzusehen? Das muss ich gleich nochmal nachholen, glaube ich. Ein Yatiri. Ein Heiler aus Südamerika. Oh, Mist. Ich dachte, das wäre die weiße Statue. Deswegen habe ich die ganze Zeit ignoriert. Warum kann ich jetzt nicht nach unten klettern? Jetzt geht's. Jetzt lass doch mal los. Hab ich. Ach, verdammt, die hätte ich auch die ganze Zeit kommen können. Habe ich übersehen. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Harnische waren. Die armen Pferde. Das stimmt eigentlich, ne? Da muss man mal drüber nachdenken. Bestimmt kaum was gesehen. Ach, das tun die heute auch nicht, wenn man sich mal so mit den Scheuklappen und sowas, die sollen ja eigentlich gar nichts sehen. Maria Theresa starb qualvoll und der König sagte, das ist der erste Ärger, den sie mir bereitet. Verstehe ich nicht. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Heiratete Maria Theresa und beendete so den Krieg mit Spanien. Das ist ganz spannend. Geschichte. Bäh. Wer stellt bitte Bücher aus? Ein Zitat von Chaucer. Was ist besser als Weisheit? Frauen. Und was ist besser als eine gute Frau? Nichts. Verstehe ich nicht. Nee, warte, bin ich voll für. Na, warte, ich muss nochmal drüber nachdenken. Wir klären das später. Der Kopf von König David. Vom Schafhirten zum König, kaum zu fassen. Ja, und ein Mörder. Die Schale des Johannes. Der Apostel erhielt eine Schale mit vergiftetem Wein. Aber nach seiner Segnung verwandelte sich das Gift in eine Schlange und er trank den Wein unversehrt. Okay. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Ich weiß, welchen Hinweis du meinst. Und der ist ja so offensichtlich. Ich würde es ja spielen, nur habe ich keine Xbox und keinen Rechner. Das Spiel gibt es auch für die PlayStation 4. Also,
Shadow of the Tomb Raider gibt es jetzt halt gerade wirklich für alle Konsolen, bis auf die Nintendo Switch. Eine Rolle aus Byzanz. Gerechtigkeit ist das beharrliche Bestreben, dass jedem sein Recht zuteil wird. Kaiser Justinian. Das ist ägyptisch. Ein böses Auge. Der Inhalt sollte die Menschen im Jenseits nähren und für sie sorgen. Das war ja noch das Schlimme, also das Schlimme, mir war es egal, aber das war ja noch für einige das Schlimme, dass Rise of the Tomb Raider ja eine Microsoft-Koproduktion war. Also Microsoft hatte einfach Geld rein investiert und deswegen war ja Rise of the Tomb Raider noch PlayStation-exklusiv. Xbox-exklusiv. Zumindest ein Weilchen. Ah, ich glaube, ich muss das echt total neu umschichten. Kurzweilig, aber das ist ja zum Glück auch vorbei. Ich meine, ich habe nichts gegen Exklusivdeals, solange wie sie temporär sind. Und ich hab sowieso die meisten Konsolen. Ich überlege halt immer noch hin und her, wann, wie und wieso ich mir eine Nintendo Switch kaufe. Aber, was nicht, die Nintendo Switch, die ist... Jetzt macht Nintendo auch noch ihr dämliches Pseudo-Online-Ding, weißt du? Und das ist, ach, das ist... Also, dass du jetzt für Online auch noch Geld bezahlen darfst bei Nintendo. Und das ist alles irgendwie... Das ist so... Das schreit so von Nintendo aus, wir wollen dein Geld nicht. Und dann sage ich mir, okay, ihr kriegt's nicht. Eigentlich schade, weil ich mag Mario Odyssey, ich mag Super Mario... Wie heißt das Kart Racing Spiel nochmal? Da ist sie. Das Mario Kart Racing Spiel. Ich mag das Mario Kart Racing Spiel. Ich muss ihr helfen. Oh, jetzt muss ich wieder hochklettern. Komm mal mit der Leiter dann runter, ich bin verwirrt. Nee, warte. Nach oben klettern bringt mir ja nichts. Ich muss jetzt, glaube ich, einfach den Globus wieder wegdrehen, ne? Jetzt kann ich sie befreien. Wo war ich jetzt gerade? Ach so. Also ich mag auch genug Nintendo-Spiele, dass ich mir schon gerne eine Switch holen würde. Aber, ach komm, das ist ja so eindeutig, wo diese Statue hin muss. Also da musst du dich ja nicht mal mehr auf das Bild konzentrieren. Außer, dass du jetzt aufpassen musst, dass ich hier den Weg nochmal freiräume, bevor ich da irgendwas mache. Aber ja, ach, kann ich die einfach in der Mitte stehen lassen? Oh, ich muss die gar nicht. Ich muss die garantiert gleich auch noch einrasten lassen. Garantiert. Oh, vielleicht muss ich es nicht. Mal gucken. Obwohl, ich kann den ja hier in die Mitte stellen. Das ist ja egal. Ich finde halt wirklich den Hinweis, dass hier das X noch kommt, den hätte es nicht gebraucht. Finde ich wirklich, das macht es zu einfach. So hätte man halt, so wäre es ein schönes Umgebungsrätsel gewesen, dass du hier gucken musst, wo es hin muss. Und die roten Markierungen sind dann eigentlich ausreichend genug. Aber okay. Oh, vielleicht ist es, vielleicht hat es was mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Wenn man im Gameplay den Rätselschwierigkeitsgrad auf schwer macht. Nee, ändert nichts. Das wäre aber cool gewesen. Dass sich dann tatsächlich der Rätselinhalt so ein bisschen verändert. Ich meine, hier hätten sie ja jetzt einfach nur die Reflexion irgendwie ausmachen müssen, aber... Naja. Trotzdem cool. Und ja, ich habe bei der Konkurrenz geschaut, aber ab jetzt schaue ich nur noch dir zu. Aber das ist klar. Nee, du darfst ruhig machen, was du willst. Das hier ist ja nicht als extensives Let's Play gedacht, sondern halt mehr so als, ich spiele das halt abends, wenn ich Zeit und Lust habe, weiter. Von daher... Ja. Bin ich da kein Böse, wenn er mal irgendwie bei der Konkurrenz ein bisschen reinlunscht. Ich mach's nicht, weil ich spiel's ja selber. Und, ja. Oh, cool. Dieses Licht wurde gar ein bisschen an Lara reflektiert. Was heißt reflektiert? So, es wurde halt... Oh, jetzt wünsche ich mir auch, wie würde das mit Nvidia Raytracing-Technik aussehen? Das noch cooler dann wäre. Wenn vielleicht noch ein bisschen mehr HBO Plus oder sowas drin wäre. Ob man das mal spontan... Also, das Raytracing kann ich nicht anmachen. Weil es, glaube ich, auch gar nicht in den Grafikoptionen auftaucht, oder? Dynamische Haare. Aber was ich anmachen kann, ist Umgebungsverdeckung mal auf HBO Plus stellen.
Macht natürlich einen kleinen Unterschied. Und ich vermute auch mal, weiß ich nicht, dass die Grafikleistung meiner Grafikkarte irgendwie noch ein bisschen auslastet. Ich glaube, HBO Plus ist nicht so anspruchsvoll. Und gewährt noch bessere Grafik, allerdings mit größerem Leistungsverlust. Wir versuchen es mal. Ich meine, ich konnte es ja eine Weile sogar auf Ultra spielen. Das kann man ja ruhig Umgebungsverdeckung noch ein bisschen höher drehen. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der Rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Emilia, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen? Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Guten Morgen. Also, Berg mit Silberkrone? Ja. Was hält der Dschungel wohl heute für uns bereit? Ah, was es auch ist, wir schaffen's schon. Hey, schlimmer als gestern geht's ja nicht, oder? Wow, danke für diese deprimierende Szene am Ende noch, liebes Spiel. Musst du ihm auch jede Szene wieder kaputt machen. Meine Güte. Gut, das war dann für erste die YouTube-Aufnahme. Wir machen jetzt hier eine kleine Pause und spielen dann später weiter. Von daher bis zum nächsten Mal hier auf YouTube mit der Aufnahme und im Livestream gibt es jetzt andere Sachen. Oder so. Ich bin Oliver und sage Tschüss.